Moin Moin und hallo zu Halt Sports Weekly, die erste Ausgabe 2023. Sie ist jetzt da, wir haben ein bisschen gechillt, wir haben ein bisschen Winterpause gemacht, wir haben ein bisschen abgeschaltet, ihr hoffentlich auch. Und jetzt starten wir wieder voll durch mit Halt Sports Weekly. Mein Name ist Roland Kenzo und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das immer, wenn ihr das Herz auf der Seite seht bei uns. Und natürlich alle Infos gibt's auf hlsports.de. Und das sind unsere Themen für heute. Handball, dritte Liga, nicht WM, obwohl alles zur WM, das bekommt ihr natürlich auch bei HL Sports. Dann haben wir Fußball, Regionalliga, die Testspiele des VfB Lübeck und des 1. FC Phoenix. Und wir waren beim Hallenturnier des SV Viktoria 08 Lübeck. Und da ging es auch um die Adlerträger. Und am Ende auf jeden Fall dranbleiben, weil da haben wir noch den Eichholz SV und wie er sein vereinseigenes Hallenturnier feierte. Bleibt dran, los geht's. Wir starten mit Handball, aber nicht mit der WM, so wie ich das gerade eben schon erzählt habe. Deutschland ist in der Hauptrunde. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, wie weit sie kommen. Wir gehen zur HSG Ostsee in die dritte Liga. Die haben am vergangenen Wochenende gegen DHK Flensburg mit 35:31 gewonnen. Dabei sah es zur Pause noch gar nicht so gut aus, denn da lagen sie mit einem Tor zurück. Und Torwart Alexander Haas, der hat uns erzählt, wie er das Spiel so empfunden hat. Moin Ali. Glückwunsch zum Sieg, 35:31 gegen den DHK Flensburg gewonnen. Ja. Was war euer Rezept heute? Also ich glaube, es ist natürlich jetzt, wenn man DHK Flensburg in den letzten Spielen beobachtet, haben wir viel auf eine Erfahrung auch aufgebaut. Also unser Konzept so ein bisschen, denen aus dem Spiel zu nehmen, die da zu stören, dass sie dann Probleme haben, vielleicht andere Optionen suchen müssen und sie so ein bisschen in die Enge treiben müssen. In der ersten Halbzeit hat DHK hauchdünn geführt. Die zweite Halbzeit habt ihr klar gewonnen. Was habt ihr verändert? Ich glaube, wir haben uns in der Kabine einfach nochmal gesammelt. Wir haben nochmal an unser Siegergehen appelliert und dann hat einfach auch unseren Zusammenhalt und unsere teilweise auch abgeklärt, halt dann unsere Ruhe in den letzten Minuten dafür gesorgt, dass wir das Ding nach Hause gefahren haben. Ein sehr aggressives und spannendes Spiel. Wie kann es sein, dass alle unfallfrei rausgekommen sind bei der Intensität, bei dem Tempo? Ja gut, es ist natürlich so, unter der Woche trainieren wir nicht weniger härter. Somit sind unsere Männer schon eine gewisse Härte gewohnt. Einmal zupacken und einmal Härte entgegenkriegen. Dementsprechend war das für meine Männer bzw. für uns nichts wirklich Neues. Du bist ab der 45. Minute ins Spiel gekommen. Wie war das für dich? Neues Gefühl oder wie hast du es wahrgenommen? Ja, für mich kam es natürlich aus dem Nichts. Max wollte auf einmal wechseln, hatte da Probleme an der Wade. Und dann machst du dir eigentlich vorher keine Gedanken drüber. Vielleicht ist das auch das Geheimrezept gewesen, dass ich einfach reinkam, einfach angefangen habe zu machen. Viele Paraden hast du gemacht. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren sie wichtig. Was geht jetzt noch? Party oder wie feiert ihr den Sieg? Ja, ich glaube, wir sind doch schon ein gutes Partyvolk belastet. Oder wir feiern jetzt den Sieg gebührend. Und dann lasse ich mal offen, wie lange jemand das Licht am bleibt. Ja, das ist Ali Haas, der Torwart der HSG Ostsee. Vielen Dank. Danke auch. Der VfB Lübeck ist seit heute im Trainingslager in Spanien, lässt sich die Sonne auf den Pelz brennen. Ich denke, sie werden noch ein bisschen trainieren. Ist gut für die Mannschaft und auch hoffentlich gut für den Aufstieg, der nun in diesem Jahr klappen soll. Am vergangenen Sonnabend, da hat der VfB gegen den Greifswalder FC gespielt, hat 2:1 gewonnen. Und hinterher hat Tommy Gruppe uns gesagt, wie er das Spiel gesehen hat. Da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ja, Tommy Gruppe, Testspielsieg heute, erstes Spiel 2023. Zufrieden? Ja, ich glaube, wenn man das Spiel gewinnt, kann man, glaube ich, mit dem Spielgang zufrieden sein. War natürlich nach der langen Pause jetzt das erste Spiel. Jeder hat Spielzeiten bekommen, das war gut für uns. Wir haben das Spiel gewonnen und dadurch gehen wir natürlich jetzt mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung rein. Ja, was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Erste Halbzeit warst du ja draußen, kann man ein bisschen besser beobachten, was gut gelaufen ist und was nicht. Ja, ich glaube, es war so ein bisschen ausgeglichenes Spiel. Ja, nach dem Standard machen wir das Tor. Wir hatten einen guten Kopf frei. Ich glaube, da haben wir wieder gesehen, dass wir nach Standard stark sind. Wir hatten, glaube ich, so auch noch den Lattenschuss von Bohle, hatten wir halt gute Chancen. Zweite Halbzeit, glaube ich, auch sind wir ganz gut direkt reingekommen. Kriegen einen Meter vor uns. Danach haben wir auch 2-3 Chancen gehabt. Gehen 2-0 in Führung. Da war es mich so ein bisschen ärgert, dass das Gegentor. Wir hätten, glaube ich, auch zu 0 gewinnen können, das Spiel. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war das ein gelungener Auftrag jetzt in die Vorbereitung für uns. Ja, nächste Woche gehst du dann ins Trainingslager. Du warst schon mal dort. Wie groß ist die Vorfreude und wie gut ist auch die Zeit, um zu nutzen, irgendwelche neuen taktischen Dinge zu lernen?
Ja, ist natürlich immer gut, so ein Trainingslager. Man ist da den ganzen Tag zusammen mit den Jungs, das schweißt noch mal mehr zusammen. Ich glaube, wir sind so schon ein sehr eingeschworener Haufen und ich glaube, da können wir noch enger zusammenwachsen. Können natürlich auch an taktischen Sachen arbeiten. Ja, die Plätze sind dort gut, das Wetter ist gut. Wir haben aktuell natürlich ein bisschen Probleme, die Plätze sind alle tief, dort können wir natürlich noch andere Sachen einstudieren und ja, deswegen freuen wir uns natürlich auf das Trainingslager und wollen uns da sehr gut vorbereiten auf die Restrückrunde. Ja, vielen Dank und viel Erfolg noch. Ein paar Kilometer weiter, da hat der erste FC Phoenix Lübeck gespielt und zwar schon sein zweites Testspiel. 4:2 ist es ausgegangen gegen den Rostock FC Oberliga Nordost. Tabellenführer, Trainer ist dort Dinano Adigo und sein Sohn Ryan, der spielt beim ersten FC Phoenix und der hat dem Vater einen reingesetzt. Da haben wir ihn hinterher zu befragt, außerdem noch Michael Kobert und das schauen wir uns jetzt an. So, Ryan Adigo heute Tor gegen Papa geschossen. Ja. Habt ihr gewettet vorher? Nein, wir haben gar nicht groß darüber geredet. Wir sind ins Spiel reingegangen wie jedes andere. Es war ein guter Test, hat viel Spaß gemacht und ja. Jetzt bist du verletzt raus, was hast du? Ich habe nur einen kleinen Schlag überhalb meines Knies bekommen. Das ist ein kleiner Pferdekuss, aber in ein, zwei Tagen hat sich das weh. Das heißt, am Mittwoch gegen Dormreide bist du hoffentlich wieder vorbei. Ja. Okay, ist klar. Die Vorbereitung ist gerade hart, oder? Michael Kobert hat gesagt, ihr lauft ja nicht so rum. Ne? Ja, so die Vorbereitung ist hart, aber gut. Wir ziehen alle gut mit. Intensität ist gut, aber es macht Spaß. Ne, es ist halt nicht so, dass wir jetzt ohne Ball was machen. Es ist eigentlich immer der Ball dabei. Viele Spielformen, viele Spiele und das macht Spaß. Ne? Ich glaube, das sieht man auch. Wir haben Spielfreude auf dem Platz, geben immer Gas und ja, ziehen alle gut mit. Alles klar, vielen Dank, viel Erfolg bei dir. Gerne. Gute Besserung. Michael Kobert durchgefroren, ein Tor geschossen, 4:2 Sieg gegen den Rostocker FC. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Warst du zufrieden? Die erste Halbzeit, ja, zwei Tore geschossen, aber auch leider zwei kassiert. Deswegen kann man nicht ganz zufrieden sein, aber im Endeffekt haben wir 4:2 gewonnen, deswegen haben wir einen guten Job gemacht. Jetzt Mittwoch auf, 9:1 gegen den Aussteller. War das für euch, war das ein Torfestival für euch? Oder? Ja, also auf jeden Fall nochmal Selbstvertrauen sammeln, auch für die, die nicht so viel spielen oder gespielt haben. Und war auch ein guter Test, also schlecht waren die nicht. Deswegen, ja. Vorbereitung? Harte Nummer jetzt, oder? Ja, also wir laufen ja nicht nur einfach rum, sondern wir arbeiten noch hart, um auch die Spiele zu gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, es verdient auf jeden Fall. Spezielle Frage eben. Danke und ab unter die Dusche. Danke. Last but not least, da gehen wir in die Halle, aber nicht zum Handball zurück, sondern wir bleiben beim Fußball-Hallenturnier, das SV Viktoria 08. Da schauen wir jetzt mal rein. Ein paar Bilder habe ich irgendwie mitgebracht, ein paar Szenen. Ja, gleich zwei Teams des 1. FC Phoenix Lübeck waren dabei. Es war die Landesligatruppe und die Mannschaft aus der Kreisklasse A. Es wurde am Ende ein Mix aus beiden Teams von Phoenix 3 und U23. Und Phoenix 3 gewann am Ende mit einem 1:0 gegen SV Hamberge im Finale. Die U23 von der Travemünderallee wurde Dritter. Doch entscheidend war die Botschaft, die beide Mannschaften aussendeten. Sie spielten nämlich unter falscher Flagge. Ja, oder besser gesagt, gar keine Flagge. Bei den meisten Spielern war nämlich der Name Phoenix und das Vereinswappen auf der Brust abgeklebt. Warum, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ja, der Grund liegt gar nicht so lange zurück, denn am vergangenen Donnerstag wurden U23-Trainer Daniel Safadi und der sportliche Leiter Gabriel Lopez per E-Mail beurlaubt. Kann jeder sich selber was dazu denken. Seitdem schlägt das ziemlich große Wellen. Ihr habt es vielleicht bei uns gelesen. Ansonsten verlinke ich euch das mal ganz kurz oben in der Infobox. Außerdem kündigte der Wirt des Vereins Gastronomie seinen Pachtvertrag und drei Vorstandsmitglieder traten von ihren Ämtern zurück. Im Februar, da gibt's die erste ausgefallene Jahreshauptversammlung aus der Corona-Zeit. Und im März soll die turnusmäßige stattfinden. Bis dahin dürfte es spannend bleiben, was so an der Travemünderallee passiert. Und ja, wir hoffen, dass alles gut wird und sich alle doch wieder an einen Tisch setzen und die Wogen glätten. Und da halten wir euch auf den Laufenden. Und damit schließen wir fast als Sports Weekly die neue Ausgabe in 2023 für heute. Bleibt auf jeden Fall dran, weil wir haben jetzt noch den Eichholzer SV, wie er sein vereinseigenes Hallenturnier gefeiert hat. Also großes Lob an die Gericke Straße, beziehungsweise hier war es ja in der Sporthalle der Schule Anna Wagnitz. 400 Personen waren am Sonnabend in der Halle und haben wirklich gefeiert.
Den Bericht dazu, den liest ihr natürlich auf HL Sports. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das immer da, wo das Herz ist. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Drückt die Glocke, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, ich sage jetzt mal euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und vor allen Dingen sauber dabei. Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter wieder am nächsten Montag hier bei HL Sports Weekly. Bis dann, ciao und tschüss. Bis dann, Sinn.